Hallo Sportsfreunde und willkommen zur zweiten Folge vom FIFA 21 Karrieremodus mit dem SC Verl. Und ja, was ich schade fand, bis jetzt noch kein einziges Kommentar im letzten Video. Da wird ab Likes auch noch nicht so. Aufrufe sind aber da. Finde ich toll. Jetzt fehlen nur noch die Aufrufe, die Likes. Lasst einfach mal gerne jetzt schon mal ein Like da, wenn es euch gefällt, dieses Video. Und natürlich auch gerne mal einen Kommentar noch. Ja, da. Welche andere Nation wir noch nehmen sollen. Weil sonst mache ich es einfach wirklich wieder so wie bei den anderen, ja. Aber wir haben jetzt. Bis jetzt haben wir ja Deutschland und Niederlande, was wir verpflichten wollen. Und deswegen, ja, finde ich das ganz okay. Und jetzt können wir noch ein anderes probieren. Ja, da könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr da haben wollt. Und deswegen, ja, danke, dass du es mir erklärst, wie das funktioniert. Danke. So, der Schmick für 240 Chancen könnte ich den. Kommt so. Wenn ich doch ein bisschen mehr Geld kriege, ist es okay. Dienstrolle. Der Julian Stöckner. Da werden wir mal gucken, was wir da machen. Dann starten wir auch mal in die ganz normale Simulieren rein. Ja. Und schauen uns die hier mal an. Unsere Aufstellung. Wir haben natürlich Stöckner mit drin. Wir haben ihn als Kapitän. Und dann, ja, würde ich sagen, wir sehen uns immer vor einem Türchen. Oder wenn irgendwas passiert. Ja. Allzu viel, glaube ich, wird jetzt noch nicht passieren in den ersten Minuten. Deswegen werden wir mal gucken, was passiert. Oh! Kurt mit dem 1:0. Ja, 1:0 Kurt. Nee, wir wollen nicht mit einspringen. Das könnte gefährlich werden. Es ist Pause. Wir werden mal ein bisschen wechseln. Ja, wir geben ein paar anderen mal so ein bisschen hier ein bisschen Action. Das machen wir mal so. Wir wechseln hier einen Schwertmann ein. Wir geben hier auf dem Flügel mal ein bisschen Action. Und sonst warten wir noch kurz. Ganz gut, ganz gut. Da ist es, ist 2:0. Unser eingewechselter Spieler macht es. 2:0. Schikowski. Oh, jetzt könnte es 3:0 fallen. Da ist es, 3:0. Richtig stark, Yildirim. Ja, wir haben es auch das dritte Mal jetzt gewechselt. Ja. Ein bisschen Frische für die Innenverteidigung. Was nicht allzu schlecht sein könnte. Wir sind richtig gut drauf. Auch ganz gut. 4:0. Und Header kommt rein. Ja, ein bisschen Frische für den Sturm. Und da war Janjic jetzt dafür so runter. Ist vorbei. Wir gewinnen mit 0:4. Ja, Statistiken sieht jetzt nicht nach einem 4:0 aus. Ja, sind einigermaßen okay. Würde ich mal sagen. Und deswegen bin ich da ganz zufrieden. Transferangebot für Mikic. Ja, unser Innenverteidiger. 28 Jahre alt. Deswegen, da gehen wir mal hier. Zack. Ich will jetzt gerade ja noch nicht selber verhandeln, weil habe noch ein bisschen Zeit. Deswegen passt es. Das nächste Angebot direkt. Das nächste Angebot hier bei Mikic ist abgebrochen. 550.000, das ist gar nicht mal so schlecht. Für Bürske. Ja, Torwart halt, ne? Haben wir da eigentlich in der Hinterhand? Ah, irgendeinen guten oder so? 59er bringt man. Hm.
Ne? Mal gucken. Bevor wir jetzt hier in die Verhandlungen gehen mit Brüske, gehen wir erstmal hier in die Schnellsimulation gegen Sparta. Oder Sparta Rotterdam, ja. Sparta Rotterdam. Und die Schnellsimulation ist. Schauen wir mal, was da passiert. Wir gewinnen nicht 4-0, sondern wir verlieren 4-0. Nationaltrainer, habe ich das nicht ausgestellt? Habe ich das voll vergessen? Okay. Ayük Yildirim haben wir für 900.000. Könnten wir verkaufen. Würzke könnten wir immer noch. Hm. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Über eine Mille. Könnte ich es mir überlegen. Maximal machen wir mal hier. 1,6. Kann man mal was dazu sagen. Direkt wieder bye bye, Junge. Transferangebot für Mikic zweimal und Übereinkunft für Schmick. Unser 30-jähriger Außenverteidiger. Nehmen wir mal an. Ja, 240. Zack, zack. Und. Nein! Habe ich Bösk einfach angenommen. Nein. Das war dumm. Naja. Damit muss ich leben. So, wir werden jetzt mal die Übungen hier angehen. Und dann werde ich euch zeigen, was für Bewertungen die Leute hier gekriegt haben. Bam, Alter. Alles richtig gute Leistungen. Alles ein A, außer halt die erste Ding, ein C. Ja, war sonst eigentlich ganz gut. Bürsk ist verkauft. Ich habe ein paar auch auf gescoutet einfach mal. Schmidt ist verkauft. Übereinkunft zum Ding. Hier ist ein Stillstand. Hier ist dieses Verkauf. Haben wir nochmal 300.000 gekriegt. Joa. 260. Bin ich ganz sicher. Ah, können wir mal annehmen. Okay, dann ab in die erste Pressekonferenz. Auch wenn ich da gar nicht rein wollte. Aber ja, wenn das Tutorial sagt, ich soll da reingehen, dann gehe ich halt da rein. Ja. Wir merzen die Fehler bis zum Start aus. Ich vertraue meiner Mannschaft. Ja. Das ist das ziemlich stark genug, um meinen Platz im Tabellenkeller zu verhindern. Wir nehmen den Kampf an. Musik. Würde ich mal sagen, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit haben wir noch, um die Mannschaft zu, wir sind überall gut besetzt, wir müssen stärker werden, ja, wir müssen uns noch ein bisschen besser nachforschen, müssen besser hier, ein bisschen da noch ein bisschen, ja, so, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Die wollen sogar für 270, und das nehmen wir auch mal an. 270.000, das ist ganz okay. 70 Millionen wäre noch cooler gewesen. Ja. Wenn ich so sehe, die Mannschaft eigentlich gar nicht mehr so scheiße aus, weil die hat richtig gut, die sind sehr glücklich. Bis auf er hier. Haben alle eine richtig gute Bissigkeit. Aber wir müssen halt wirklich noch. Ja, wir brauchen einen neuen offensives Mittelfeld, ne? Wir brauchen einen richtigen Zehner. Ich jetzt mal sagen, dass wir einen richtigen Zehner holen und ich will einfach mal was gucken. Ja, das habe ich schon vorher mal ganz kurz nachgeguckt, ob das gehen würde. Mit Florian Wirtz. Laie delegieren. Ne, wir machen es anders. Wir machen halt Laie vorschlagen. Ja, wir gehen direkt in die Verhandlungen mit Leverkusen rein. Einfach direkt rein. Grundlegende Konditionen Laie zum Kauf. Sind ihr damit einverstanden? Das klingt okay, gut. So, ein Jahr Laie. Sind die bereit? Ja. Machen wir mal. Wir zahlen ein bisschen mehr. Als Leverkusen, da sind sie okay. Was hat denn der jetzt für einen Marktwert gehabt? Machen wir mal so.
So viel nur? Ich dachte jetzt, dass so... Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Wir brauchen halt einen neuen Keeper, ne? Deswegen. Wäre halt auch gar nicht mal so schlecht, aber bringt man das eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn er 59 hat plus 3. Gar nicht mal so schlecht. Irgendwie brauchen wir einen neuen ZOM noch, bevor wir ins allererste Ligaspiel starten. Weil Sander ist ein okay ZOM. Er hat jetzt eine 65 plus die 3. Plus die 6, was er kriegt. Aber trotzdem. Ja. Ein neuer ZOM wäre gar nicht mal so schlecht. Aus Deutschland. Ja. Deswegen. Wäre ich da eigentlich. Ganz zufrieden. Ach, Killmann ist auch ein okayer. Wäre ein okayer ZOM. Aber. Naja. Ich weiß nicht genau. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit der zweiten Folge. Im nächsten Folge geht's gegen den VfB Lübeck. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Auch wenn in echt, glaube ich, Bayern 2 der erste Gegner von SC Verl war. Naja, haut rein. Tschüss.